Für mich gehören einfach Sinnlichkeit, Musik, Leidenschaft, Qualität zusammen. Die gefühlvollen Songs entstehen emotional nicht in der Komfortzone. Also die entstehen nur entweder oben oder unten gefühlsmäßig. Ich schlaf den ganzen Tag und tu, als wäre es Nacht. Mach die Augen zu und alles ist gut. Ist doch auch egal, ob's jetzt da draußen. Also Block ist ja mal so prinzipiell ein Soloprojekt. Dann machen wir gleich einfach noch ein Beat separat, weil der ist ja. Live gibt's die Tour. Da ist es aber so, dass natürlich Live-Musiker dabei sind. Hitparade heißt mein erstes Album. Nicht, dass deine eigene fühlst. Es hat nichts mit mir zu tun. Nicht meine Schuld, ich bin immun. Ich bin eine ziemlich breite Range von Musikstilen, vielleicht nicht, weil es ist ein Umfang. Aber es hat doch große Abwechslung. Es sind also ruhige Songs, es gibt laute Songs, es gibt Songs, die eher elektronisch instrumentiert sind. Es gibt Songs, die sind eher klassisch rockig und auch thematisch sehr, sehr weit gespannt. Also Opener, klar, der stahlblaue Panzer ist natürlich ein prädestinierter Song. Das lege ich allen sehr ans Herz. Es ist also kein Musikvideo so im klassischen Sinn, wo man irgendwie eine Band spielen sieht, sondern es ist schon eher ein musikalischer Kunstfilm, ein kurzer. Ist auch schön, ein eigenes Bier zu kreieren. Ich suche so einen eigenen Weg und will halt diese zwei Sachen zusammenbringen. Also die Qualität vom Bier auf der einen Seite, die Qualität der Texte und auch eine Musik, die nicht die ausgetretenen Pfade betritt. Bier und Musik passt ja auch irgendwie zusammen. Ich glaube, mit den Erzählungen, die da entstehen, oder den Bildern, die durch die Texte entstehen, können sich die Leute auch identifizieren. Wenn man mal richtig eintaucht in die Musik, glaube ich, kann man schon sehr viel für sich auch finden. Also nicht nur aus dem musikalischen Bereich, sondern eben auch auf der emotionalen Ebene. Grundlegend schöpfe ich so diesen Mut oder die Kraft oder überhaupt so die Fähigkeit, Dinge kreativ anzugehen und umzusetzen aus meiner Kindheit, in der ich einfach mitgekriegt habe, wie aus Plänen, aus Ideen, mit Umsetzung, mit den richtigen Leuten großartige Sachen entstehen. Kondensiert sich dann dieses ganze Leben in der Ruhe zu Texten oder zu Liedern. Und unaufhaltsam macht sich tiefe Ruhe breit. Das eine ist ja der Michael Pöttinger, der da sitzt und sich ein Lied ausdenkt und der quasi aus einer Emotion heraus das sehr viel in den Text reinpackt. Und wenn das erstmal in diesem Text drin ist, dann ist schon sehr viel gut. Und dann das auf einer Bühne vorzutragen, das macht einfach Spaß. Da bin ich dann auch einfach echt gern Rampensau. War mir noch kalt, doch verlor sich die Härte. Eine Ahnung davon, wie es wird.